Bora de muco, chuco, chetins, que go. Aqui é com e que go. Hallo, ich bin Jasmin von stempeldochmal.de und ich möchte euch heute hier diese Blüte zeigen, wie die gemacht wird. Es ist total simpel, sieht ein bisschen kompliziert aus, ist es aber nicht. Das funktioniert mit einer Stanze und wird dann am Ende zusammengeklebt. Bevor ich euch das zeige, möchte ich euch aber gerne noch sagen, dass heute mein letztes Video in diesem Jahr ist. Ich mache eine Pause vom 14. Dezember bis zum 4. Januar. Dann geht es auch auf meinem Blog wieder weiter. Also in der Zeit mache ich keine Videos. Auf meinem Blog wird nichts zu sehen sein, aber ich bin natürlich für Fragen und Bestellungen immer da. Aber ich habe halt eine kleine Blog- und Videopause. Und da habe ich mir gedacht, für das letzte Video mache ich nochmal was Schönes, Weihnachtliches. Und was ihr dazu braucht, ich habe schon mal so ein bisschen vorbereitet, sind natürlich diese Blätter. Und zwar braucht ihr 8 von diesen größeren und 4 kleine und 2 von diesen Teilen, die man am Ende dann kreuzt. Eins zeige ich jetzt mal, wie das gemacht wird. Ich habe hier noch so ein Reststück. Ihr braucht das Stempelset hier, Weihnachtswunder und die passende Stanze. Das gibt es im Herbst-Winter-Katalog als Paket. Und soweit ich mich erinnern kann, gibt es zumindest auch die Stanzen im kommenden Frühlingskatalog. Ich habe die Blätter hier verwendet. Die müssen wir jetzt stempeln. Habe ich mir eins hier schon auf dem Blog gemacht. Beim Stempeln gebe ich euch mal so einen kleinen Tipp. Müsst ihr mal gucken, was die Stanze so macht. Also wenn ihr jetzt dieses Blatt mit den Blättern so bestempelt, dann macht das wenig Sinn, denn dann müsst ihr nachher einen Streifen schneiden und immer so stanzen und dann geht es ja nicht weiter, dann müsstet ihr wieder abschneiden. Also ich habe mir jetzt einen Streifen gemacht, der so ist, wo ich dann die Blätter in diese Richtung drauf stempel, dann kann, oder hier sieht man es ja auch, dann kann man das nachher ganz einfach auch ausstanzen. Da müsst ihr immer mal so ein bisschen gucken, wenn ihr so eine Stanze mit mehreren Sachen habt, welche Richtung das dann nachher am besten ist. So, weil wenn ich das jetzt in diese Richtung stempel, dann kann ich das hier ganz einfach einlegen. Und kann dann auch so einen Streifen komplett durchstanzen, ohne ständig irgendwas abzuschneiden und Pause zu machen. So, ich knicke das einfach mit der Hand in der Mitte. Ihr könntet dafür auch, wenn ihr das ordentlich machen wollt, hier den Papierschneider nehmen und das falzen. Aber ich finde gerade diesen Knick, den das in der Mitte gibt, sieht so ein bisschen aus wie diese Äderchen, die diese Blätter eh haben. Von daher mache ich das immer so, geht auch schneller. Und dann den ein Viertelkreis als Untergrund, weil irgendwo müssen wir diese Blätter ja draufkleben. Und jetzt habe ich schon mehrere Varianten gesehen, wie das gemacht wurde. Mit Heißkleber und auch mit Flüssigkleber. Flüssigkleber dauert mir viel zu lange. Heißkleber, finde ich, gibt so einen Knubbel in der Mitte. Ich nehme Clodaz, da schmiert man nicht rum und es dauert nicht lange. Von daher, das finde ich immer sehr praktisch. Wenn ihr euch die Blätter anguckt, gibt es einen Teil, der hat eine Rundung und eine Spitze. Ich mache die Spitze nach außen. Ist Geschmackssache. Einfach ein Kludert hinten drauf machen und dann jetzt erstmal mit 4 Blättern ein Kreuz bilden. Da kann man natürlich die gegenüberliegenden erstmal machen. Und jetzt, wo ist mein 4.? Mein 8.? Da. Jetzt fülle ich quasi diese Löcher, die hier entstanden sind, mit den nächsten 4 großen. Mal so ein bisschen näher ranzoomen. Da mache ich das auch wieder gegenüberliegend. Da
Dann kann man den Platz am besten... Ach, da ist gar nichts drauf. Super! Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ich habe hier ein Blatt, da ist die, diese, wie nennt man das, das, was man stempelt, falsch rum. Aber ich denke, es fällt jetzt nicht so wirklich auf. So, die nächsten. Da kommen jetzt noch vier. Und dann macht man aus diesen beiden so ein Kreuz. Da kann man sie vielleicht auch eingludert einfach mal so halbieren. Die lassen sich ja super rollen. Und um das festzukleben, nehme ich einfach mal zwei. Gehe ich mal auf Nummer sicher. Und dann drücke ich die noch in die Mitte und schon habt ihr euren Weihnachtsstern. Eigentlich total simpel und ich finde, es hält. Mit Heißkleber würde es natürlich bombenfest halten. Quatsch, was mache ich denn jetzt? Ich brauche doch die andere Seite. Die sollen ja jetzt unten drunter, deswegen muss ich da den Kludert natürlich ein bisschen anders einbauen. Die habe ich jetzt mal nicht geknickt. Ich finde das... Ja, kann man machen, aber in dem Fall lasse ich es mal gerade. Ich habe die magische Zahl 3 verwendet. Ich finde, das passt immer ganz gut, wenn man irgendwie 3 Strasssteinchen oder 3 Blätter oder... Das ist immer eine gute Zahl. So, und dann kommt jetzt in die Mitte. Habe ich jetzt einfach so ein bisschen hier, ich glaube, es ist Honiggelb. So ein Reststück genommen und da ist hier oben in der Stanze noch ein Kreuz. Das müssen wir auch zweimal ausstanzen. Und dann wird das noch übereinander gemacht. Da hole ich mir jetzt mal so ein Pixie. Ich finde, den muss man unbedingt haben, wenn man basteln will. Zumindest geht mir das so. So, dann kommt das in die Mitte. Und auch da sieht man das, kann man hier diese Klebepunkte so ein bisschen zu einer Wurst machen. Und das kreuzweise aufkleben. Und eigentlich wäre es jetzt schon fertig, aber ich mache noch ein Perlchen in die Mitte. Erstmal hier mein Stempelset zumachen, Stempelkissen zumachen, bevor ich mein Oberteil drin habe. So, Perlchen. Dann nehme ich jetzt die kleinsten und setze einfach 3 Stück in die Mitte. Ihr könnt auch eine große nehmen, aber ich finde irgendwie 3 kleine sehen süß aus. So, und dann habt ihr das schon fertig. Hier ist es ein bisschen verrutscht, soll natürlich so ein Kreuz geben. Ich habe das hier einfach auf so ein Adventstütchen gemacht. Da ist Schokolade drin. Kann man natürlich auch auf eine Karte kleben, aber dann ist sie jetzt nicht mehr so gut zum Verschicken. Dann muss man sie höchstens persönlich überreichen. Aber auch Deko für zu Hause oder auf eine Verpackung kann man so eine Blüte wunderbar draufsetzen. Ja, das war's für heute und für das Rest vom Jahr. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Kommt alle gut ins neue Jahr und ja, wir sehen uns im neuen Jahr mit frischem Schwung und mit dem Frühlings-Sommerkatalog. Bis dann, macht's gut, tschüss!
Let's go.